Die Villa Mount wurde als Jagdvilla vom englischen Bankier und Alpinisten Sir John Ockley Mount auf dem Ausläufer der Unschenberger Alp in den frühen 1890er Jahren erbaut. Der Architekt war der Engländer William Morris. Für John Ockley Mount hatte er vor 1888 schon zwei ähnlich wie im Hopfreben aussehende Häuser im britisch-schottischen Cottage-Stil in Wegis am Vierwaldstätter See in der Schweiz gebaut. Nach dem Richtfest 1892 konnte 1895 die erste Jagdgesellschaft die Villa nutzen. Die Innenausstattung der Villa stammt zur Gänze von Bregenzerwälder Handwerkern. Nach der ersten Jagdgesellschaft im Jahr 1895 Alexander Kennedy, James Fairholm, B. Montgomery, Zoe Gertrude Mount und Lady Caroline Hamilton pachtete Kronprinzessin Cecile mit ihrem Gatten, dem deutschen Kronprinz Wilhelm, welcher als erster motorisiert in den Bregenzerwald anreiste, regelmäßig ab 1908 die Jagdvilla Mount bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Von 1995 bis 2007 lebte der Vorarlberger Künstler und Aktionist Paul Renner in der Villa Mount. Zu seinen Gästen zählten unter anderem so illustre Persönlichkeiten wie der aus Spanien stammende Drei-Sterne-Koch Ferran Adria oder Jahrhundertkoch Eckhard Witzigmann, Franz Sobel, Zaha Hadid, Günter Bruss und viele mehr. Heute wird die Villa Mount für festliche Feiern und Veranstaltungen genutzt und zieht seine Besucher durch seine außergewöhnliche Architektur und einzigartige Geschichte in den Bann. Villa Mount in Schoppernau.